Willkommen zu Monaco. Diese Woche ist die Formel 1 im Fürstentum angekommen. Abonniert gern kostenlos den Kanal, falls euch meine Videos gefallen. Lasst doch gern Däumchen rum da und wir gucken uns natürlich mal die Streckenstats an. Seit 1950 ein fixer Ankerpunkt im Rennkalender. Wirklich viele Größen haben hier schon gewonnen. 1.12.9 von Lewis Hamilton ist der Streckenrekord. 19 Kurven, 8 links und 11 rechts. Senna ist der König der Gassen mit 6 Siegen. Auch Graham Hill konnte hier tatsächlich 5-mal gewinnen und 3337 Meter hat eine Runde im Fürstentum. Da haben wir noch einmal die Übersicht und vor allem natürlich auch die Höhendifferenz, denn mit der einen DRS-Zone gilt Monaco hier tatsächlich als eine Strecke, wo man kaum überholen kann. Den Berg rauf, einfach klassisch, sehr, sehr solide. Und wir starten hier rein, einmal in der Ferne natürlich auch meine Runde. Jetzt geht's aber mal los Richtung Saint-Divot. Die Turn 1 Kurve, eine so prestigeträchtige Kurve. Die Kirche haben schon viele Fahrer besucht. Hier natürlich früh genug den Anker werfen, sonst passiert es dir wie Perez und vielen anderen, dass man hier links einfach reinkracht. Auch in Max Verstappen blieb mich verschont. In der vergangenen Zeit ist er wirklich jeder einmal in Turn 1 oder darum liegend reingekracht. Rund Turn 2 und 3, jetzt geht's am Casino vorbei. Das reimt sich sogar. Und Turn 4 einfach nur klassisch hier tatsächlich. Früh bremsen, schnell einlenken, das Gas durchdrücken und ich kann mir wirklich kaum vorstellen, wie die Piloten damals mit Handschaltung, man hat ja über 50 Gangwechseln pro Runde und das geht dann wirklich auf die Hand. Turn 5, hier hat sich Nico Rosberg schon einmal verbremst damals und hat da die Pole Position für sich geholt. Die langsamste Stelle im Kalender, eine fast 360 Grad Wende, bis es dann hier runter geht. Turn 8. Und da gucken wir uns das noch einmal an. Wirklich sehr, sehr langsam unter 70 km/h. Und dann geht es hier tatsächlich nur nicht zu früh aufs Gas, sonst kommt das Heck und du klatscht mit dem linken Reifen an die Mauer dran. Hier gab es tatsächlich auch schon in der Vergangenheit Piloten, die sich hier nicht abbremsen konnten. Da gab es nur Strohballen und dann direkt in das Hafenbecken. Und ja, so sind auch schon einige Piloten hier ins Hafenbecken gefallen, wie auch damals Alberto Ascari. Aber glücklicherweise nicht dran verstorben, aus der Kurve raus und dann in den Tunnel rein. Das ist auch eine Kurve, Leute. Kurve Nummer 9, da links ging Charles Leclerc damals zur Schule bis runter zur Hafenschikane. Links, rechts und dann nochmal links. Eine ganz, ganz enge und vor allem auch schwierige Sache, denn Track Limits sind hier eine große Sache. Auch einen Auffahrunfall gab es hier von Charles Leclerc, damals aber noch im Alfa Romeo 2017. Dann hier rechts nur die Curbs leicht berühren und beim Rausbeschleunigen geht sie Richtung Tabak. Die schnelle Linkskurve und da kommt es zur Berührung. Ganz leicht. Die Tschiche an die Mauer, ähnlich wie Max Verstappen letztes Jahr. Und das ist natürlich auch typisch für diese Kurve. Zur Schwimmbadschikane geht es dann hier. Es ist so verdammt schnell. Hier hat Mick Schumacher auch seinen Wagen zerstört. Ich sehe jetzt noch die Bilder, wo das Heck abgerissen einfach ist. Und dann hier zu Le Rascasse. Das ja, Restaurant, das natürlich zum Grand Prix-Wochenende bestimmt ganz, ganz gut besucht sein wird. Boxeneinfahrt haben wir rechts und die letzte Kurve nur eng nehmen und guckt euch mal an, da passt kein Blatt Papier dazwischen, wie nah ich hier tatsächlich an die Wand mich getraut habe. Aber das war auch bei The Women 20. Versuch oder so. Und das war schon eine Runde hier in Monte Carlo. Mit einer saftigen 1.11.1 bin ich hier durchgekommen. Ich bin stolz drauf. Ich weiß, es geht natürlich wesentlich schneller. Manche von euch schaffen sogar unter 1.10. Jetzt kommen natürlich auch meine Predictions für das Rennen. Wie gesagt, Monaco eine Strecke, wo man kaum überholen kann. Wo tatsächlich das Qualifying wichtiger sein wird, wie das Rennen. Und vor allem natürlich auch das Wetter spielt im Fürstentum immer eine riesen Rolle. Und da kommen wir jetzt direkt zu meinen Predictions. Ich denke mal, Lando Norris kann tatsächlich seinen Absprung von Miami und vor allem auch von Imola mitnehmen. Und da wird eine Riesengefahr werden. McLaren wird generell die ersten Verfolger sein, die erste Konkurrenz von Red Bull sein. Und da sehe ich tatsächlich nicht auf dem dritten Platz einen Ferrari, sondern ich denke mal, dass wir auf Platz 3, weil auch Sainz, ich sehe keinen Ferrari, bin ich deppert. Ich sehe hier tatsächlich Charles Leclerc auf Platz 3 und dass er endlich mal bei ihm zu Hause wenigstens ein Podium feiern kann. Auf Platz 2 sehe ich Max Verstappen. Ja Leute, ihr könnt mich als Deppert betiteln,
aber ich denke tatsächlich, dass Max Verstappen auf dem zweiten Rang ins Ziel kommen wird und auf Platz 1. Ich glaube, Lando Norris wird die Königin bezwingen. Lando Norris gewinnt den großen Preis von Monaco 24. Also ich denke, Leclerc, Verstappen und da titschen wir gleich gegen die Mauer und auf dem ersten Platz ein Lando Norris. Natürlich mit Regen und so weiter kann viel passieren, auch Fernando Alonso und Lewis Hamilton darf man nicht ganz außen vor lassen, auch Oscar Piastri. Ich bin sehr gespannt, Leute, wenn ihr es auch seid, folgt gerne rein, schaut gerne auf vize-tobi auf Instagram vorbei und vor allem auch, wenn ihr vieles rund um News und so weiter nicht verpassen wollt, unbedingt auf vize-tobi auf TikTok, Links immer alle unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, morgen und übermorgen wird es hier wieder weitergehen, abonniert kann kostenlos, bis zum nächsten Mal, Daumen nach oben, ciao.